So, von wo kommt der denn? Ich hab doch jetzt hier so einen geilen Aufsatz. Was ist denn? Also, er hört sich die ganze Zeit dieses. Was hast du denn für eine Marmelade gerne? Erdbeermarmelade! Was? Sehen Sie das nicht? Nee, irgendwie nicht. Oh, das ist, schade. Ich hab schon wieder eine Bildungslücke. Ich würde jetzt gerne mit auf Werder spielen, aber ich trau mich nicht. Ich muss jetzt echt warten, bis sie mich da beim Airfield abholt, weil ich bin einfach alleine nicht überlebensfähig, wie in echt auch. Darf ich den Zombie da mal umballern? Klar. Ja. Der läuft ziemlich geil, finde ich. Ja, der das ist das auch ist eine coole Animation, ey. Inhall persönlich. Wie kann man irgendwie zoomen noch? Ja, rechte Maustaste gedrückt halten. Also. Ja, innerhalb des Zielfernrohrs kann sein, dass du mit Plus noch zoomen kannst, aber ich weiß es nicht, ob das geht. Aber du musst auf jeden Fall deine Entfernung einstellen. Was? Ungefähr abschätzen können, wie. Ja. Muss ungefähr Zero abschätzen Ring. Können, wie weit das ist. Wie? Sagen? Sonst musst du drüber oder drunter halten halt. Das heißt ein Bullet Drop, ne? Also die Kugeln fliegen nicht immer gerade. Oder nicht fliegen nicht so, gerade. Jetzt kommt er gleich auf uns zu. Jetzt oder nie? Bäh! Alter! Geil. Geht doch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Da vorne ist noch einer. War das gerade dein erster Schuss? Ja, quasi. Also ich habe mal irgendwie 10 Schuss mit einer Pistole auf den Typen abgegeben. Aber das hat nichts gebracht. Ja, Glückwunsch. Ja, aber der da hinten ist weiter weg. Das ist jetzt mal eine Herausforderung. Boah. Oh. Hast du das? Also eigentlich geht das mit dem Schießen. Alles klar. Ey, Lars. Der hat eigentlich geübt. Hat er gar nicht. Kann ich die Waffe jetzt auch irgendwie nachladen? Muss ich die Munition erst rausnehmen? Ja. Ja, aber gute dann Frage. Hast du halt das angebrochene Magazin, ne? Also. Oder wie läuft das auch noch? Weiß gar nicht mehr, wie das läuft. Das ist ja irgendwie. Ja, aber bei der Mosin sind das nicht sogar einzelne Kugeln? Nee, da sind es tatsächlich einzelne Kugeln. So, ja dann. So, aber das ist voll. Okay. Was mir wirklich fehlt, sind die Zelte, ne? Das war immer so. Ja. Das war immer echt so ein Reiz. Wenn du so die Tannen und dann in der Ferne sagst oder wieder so ein Zelt durchblitzen. Das war immer wie so ein Überraschungsei. Ja, sowieso, so random Spawns und so würde ich auch sehr cool finden. Also wie ihr das vorhin schon erzählt hattet. Ja. Würde ich tatsächlich ja, auch... Wieder. Ja, das wird dann einfach noch ein Stück interessanter. Wenn nicht immer das gleiche da ist, das macht es irgendwie aus, glaube ich. Ja. Das erinnert mich an WoW mit den Rare-Mobs überall. Fliegst du stundenlang im Kreis, um diesen scheiß Rare-Mob zu suchen. Also das mit den Bergen finde ich noch ein bisschen seltsam. Was genau, dass der da so langsam läuft? Oder? Ja, richtig. Ja, ist nicht so angenehm. Also halt teilweise so sinnlos einfach. Ja, das denkt er sich sicher auch. Was laufen die schon wieder einen Berg mit mir hoch? Nur um dich den Charakter zu quälen, ist doch klar. Buch? Oder Autos finden, so mitten im Wald. Das war echt. Oh, war das großartig. Echt wiederkommen. War das auch ein random Spawn oder was? Ja, Autos sind, oder Fahrzeuge und Helis sind sowieso random gespawnt, aber dann, wenn du den. Das Problem ist ja, oder was heißt das Problem? Der Reiz ist ja, wenn du ein Auto hast und du lockst dich aus, dann steht das Auto ja da rum, herrenlos. Also musst du es gut verstecken. Und dann ist ein Reiz immer gewesen, durch die Wälder zu ziehen und nach versteckten Autos oder Helis zu suchen. Okay, auch cool, ja. Und wenn du Glück hast, bist du halt auf richtiges Lager gestoßen, wo Leute sich sicher geglaubt haben und dann hast du halt gewonnen. Ja. Es sei denn, sie loggen sich genau in dem Moment ein. Ja. Ja. Irgendwie sprinten und meine Maus sind nicht so der beste Freund. Ja, manchmal buggt das aber auch ganz krass irgendwie. Ja, genau. Oder du hast so diese alten Drehmomente, die man damals in CS immer hatte. Ja. Sehen so, wir uns alle noch? Ja, ne? Ja. Bin hinter euch. Ja, doch schneller als gedacht. Oh, das hat sich anders angefühlt. Ist in diesen Ruinen überhaupt was? Lohnt sich das? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich spawnt da was, aber es ist irgendwie so verbuggt in den Wänden drin. Aber der Ausblick ist ganz cool, glaube ich.
Dann können wir mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Ja, ich gehe da nicht mehr die Treppen hoch. Das ist Flo letztens runtergefallen. Ja. Also nicht hier, aber... Was soll man am Rand gehen? Oh, da ist auch noch ein Zombie. Wir werden schon etwas forscher mit dem Schießen jetzt, ne? Ja, jetzt werden wir auch ein bisschen leichtsinnig. Bleib mal hier unten. Oh. Hm. Wer war das? Ich. Okay. Aber so trifft man leider nicht. Okay, man muss richtig zielen. Uh-oh. Jetzt drücke ich gerade erstmal R zum Nachladen. Hier nix, oder? Nö, natürlich nicht. Das mit den Waffensounds ist noch nicht so geil, ne? Du hörst die echt so entweder gar nicht oder viel zu leise. Weil früher, wenn du beim, weiß ich, wenn da mal richtig so eine Ballerei beim Berenzino los war, dann hast du es fast noch beim östlichen Airfield gehört, dass ja. Das ist. Das war laut. Okay. Was ist los? Was war da los? Keine Ahnung, Senki, glaube ich, ne? Achso. Ja. Senkbold? Ja. Was machst du da? Ich mag mein Gewehr irgendwie. Ja, ist doch gut. Oh, ich habe aufglitscht. Tja, ist echt nicht so viel los, ne? Das hat sich ja gelohnt. Ja, ist halt schön hier. Oh. Ja, das stimmt. Also geil sieht schon aus. So, Kompass. Wir könnten jetzt einfach nach Westen gehen. Was haben wir da denn Schönes? Was essen. Geht bestimmt was. Senki lockt sich wieder ein. Er hat Mut. Ich gucke jetzt nach dem Server, wo kein Mensch drauf ist. Das macht Spaß. Um dann seinen tollen Equip zu tanzen. Ja, und in 10 Minuten gehe ich wieder gefrustet ins Bett und kann nicht schlafen, weil ich mich über mich selber so ärgere, wie ich wiederkomme. Freunde, wo seid ihr denn jetzt eigentlich hin? Ich stehe ja, auf dem oberen Teil vom Schloss noch. Also nicht eben auf dem Schloss, sondern auf dem Berg. Und ja, wenn fresse. Wenn du erschossen wirst, geht's ja noch. Aber wenn man dann durch sowas wie... Keine Ahnung. Krank. Ich hab mir das... einen Zehennagel an einem spitzen Stein aufgeratscht und bin dann jetzt verblutet oder was? Oder mir das Bein an einem... Keine Ahnung, was gebrochen. Woran bist du denn eigentlich jetzt gestern verreckt? Du hattest einen Disconnect und warst dann tot, oder was? Nein, das ist, weil ich hatte das heute vor allem nochmal. Ich war auf einmal schwarzer Bildschirm, du bist tot. Ja, das, genau das hatte ich heute Mittag da bei dem Airstrip. Oder bei dem, wie heißt es da, Militärlager, ne? Weiß man aber auch nicht, woher es kommt, oder? Also, oder nee, dass man irgendwas falsch gemacht hat? Also ganz am Anfang war es wohl noch so, dass man, wenn man erschossen worden ist, kamen die Schüsse erst, also die Geräusche der Schüsse erst super spät an. Ich würde sagen, wir laufen jetzt alle so. Nein. Ja. Was? Wo seid ihr? Wir waren gerade vor dir, du hast uns gerade angeguckt. Ich habe gegessen und nebenbei auf einen anderen Monitor geglotzt. Das ist natürlich Gift. Ah, da. Hoppla. Wir laufen jetzt so, also in diese Richtung, oder was? Und dann alle V drücken immer die ganze Zeit, oder was? Jo. Ist klar, machen wir. Wird bestimmt super. Ich hab keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Boah, das ist ja schon gleich 23 Uhr, meine Güte. Oh Gott, ich krieg gleich richtig Ärger. Nein, krieg ich nicht. Was? Schläft sie schon, oder was? Hoffentlich. Nein. Ich habe ja einen Watch-Ever-Account, um sie stillzuhalten. Ah, okay. Ist das eigentlich gut? Ist das... Ja, lohnt sich wohl. Also dürfen wir Schleifwährung machen? Ich bin von niemandem gesponsert und so, also von dem her ist alles gut. Ja, Watch Ever ist ganz gut, ja. Also gefällt mir. Sonst nennen wir es einfach Everwatch. Und schon hat sich das Thema erledigt. Ja, Everwatch finde ich nicht so gut. Achso. Da guckst du die ganze Zeit. Weil ich habe mich auch schon mal überlegt, ob ich mir sowas mal anschaffe, weil ich auch so gerne mal ein paar Filmchen gucke. Für
9 Euro kannst du dir echt nichts sagen. Ja, ich war heute für 50 Euro DVDs kaufen. Oh Gott. Wo kriegt man denn noch DVDs heute? Also, zum einen Blu-Ray-Player habe ich nicht, und zum anderen stehe ich da drauf, den ganzen Scheiß im Regal zu haben. Bin so ein Sammelnerd. Ich war auch eher so ein kleiner Seitenhieb auf die DVD statt Blu-Ray. Also, ja, für mich gibt's gar keine Blu-Ray. Interessanterweise ist... Wenn Jay-Z dann für die PS4 rauskommt, dann kannst du ja auch rumswitchen. Ja, mal gucken. Das ist ein Server für mich. No PvP or Kick. So. Ja. Super, dann wirst du erschossen, da freut sich jemand über deine geilen Sachen und wird gekickt. Aber da ist auch keiner drauf. Aber das ist auch ja, ein französischer gekickt. Server. Hier, weiße Fahne wieder für die Franzosen, ey. PvP. Die unterhalten sich wieder nur im Sidechat. Das ist ja echt ein Phänomen, ne? Franzosen, Alter, wenn du in einem Spiel die Möglichkeit hast, dich zu unterhalten, machen die. Nur über Baguette- und Croissant-Rezept oder was, ich weiß nicht. Die lohnen sich immer nur. Und spielen können die meisten tatsächlich gar nicht. So blöd es klingt, aber es ist so. Ja, die Franzosen. Warum sich? Wenn du mal so ein Baguette unterm Arm klemmst. Voll umständlich. Henrik, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist leiser geworden. Kann das sein? Komisch. Moin. Moment, da mache ich nochmal ganz kurz eine Lautregelpause. So, weiter geht's. Ich bin bei dieser Scheune da. Bei der Scheune, welche Scheune? Halt. Ja gut, ich laufe Richtung Westen. Wir haben jetzt hier so eine Straße gefunden und ich würde sagen, wir folgen der Straße einfach mal. So eine geteerte. Ja. Aber schlecht geteerte. Ja, weiß ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein Teer-Experte. Ja, aber schon. Hat er schon recht. Ja, so eine klassische deutsche Autobahn halt. A31. Ah, hier kommt der schon. Das bin ich. Unsere Wege gehen gerade ein bisschen auseinander. Du einfach der Straße folgen, oder nicht? Naja, ich habe halt gesagt, ich laufe Richtung Westen. Jetzt folgt dir irgendeiner Straße. Ich kann dir ja die Richtung sagen, in die wir gerade laufen. Okay, auf geht's. Osten. Ne, das ist so Südosten. Ernsthaft? Ja, also okay. Mehr Süden als Osten. Jetzt wirklich, jetzt? Also das, wir laufen gerade, wenn du der Straße weiter folgst, dann die macht jetzt so einen Knick und dann bist du so relativ südlich. Okay, nee, wir wollen wirklich westlich, dann müssen wir in die andere Richtung. Westlich ist hier so mitten in den Wald hinein. Ja, dann laufen wir jetzt weiter westlich. Weil östlich, da kommt ja auch nichts mehr. Also mitten in den Wald hinein, sagst du? Ja. Alles klar. Dann machen wir das doch. Wenn wir dann irgendwie die 1000 Sachen mal weggepackt haben. Jetzt die Fäuste noch runternehmen. So. Ja, das müssen sie echt auch noch ändern. Ja, also das, weil das eben schon so langsam läuft mit dem Ziehen, was ich auch okay finde, ehrlich gesagt, müssen sie das aber sauberer gestalten. Aber du musst mir überlegen, ne? In der Mod konntest du nicht mal während des Laufens die Waffe wechseln. Boah, und wenn der die Waffe wechseln wollte, im Stehen und du wurdest angegriffen oder so, es hat manchmal 10 Sekunden gedauert, da kriegst du die absolute Hasskappe. Ja. Okay. Das ist so ein Luxus, dass du jetzt im Laufen schon die Waffe wechseln kannst und dass du überhaupt eine Axt und eine Waffe und eine Pistole so einfach über so Hotkeys auswählen kannst. Das, sonst musstest du das echt irgendwie immer so. Das war echt. Also immer schön durchs Inventar ziehen dann, oder wie? Ja, so auch nicht, aber du konntest halt die Schnelltaste machen für Waffe wechseln, aber du konntest nicht einfach jetzt auf die Axt wechseln. Ach so, okay. Weil das nur zwei Plätze, ein Pistole und ein für. Genau, und dann hat die Axt immer die Main-Waffe ersetzt. Ersetzt, ja. Verstehe. Oh wow. Haben wir gerade ein Ziel? Westen. Das Ziel des Jahres. Ab in den Westen. Ah, hier unten ist eine Scheune.
Ja, da war ich doch gerade, Mensch. Meinst du, dass es genau die ist? War die weiß mit rotem Dach? Ja. Okay, dann wir sind aber relativ... Also wir sehen die noch relativ klein eigentlich. Wir sind weiter weg. War davon dir ist, davon waren dir ist denn, ne? Aber, nee. Vielleicht habt ihr schon... Wir haben uns schon wieder komplett verfranst hier. Ich laufe einfach weiter Richtung Westen. Bei der nächsten Stadt halte ich an. Das klingt doch gut.